Willkommen zurück zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Silberne Edition. Im letzten Part haben wir hier in Teak City die verschiedenen Kimono Girls herausgefordert. Wir haben dort gegen sämtliche Mitglieder dort gekämpft und haben festgestellt, dass jeder einzelne dieser Mitglieder eine Evoli-Entwicklungsstufe hatte. Ich hatte ja bereits auch erzählt, dass hier in dieser Gen zwei neue Entwicklungsstufen von Evoli dazu kamen. Und diese sind quasi mit einer meiner Lieblings-Pokémon. Vor allem Cyana in erster Linie, weil ich ja, wenn ich mich für einen Typus entscheiden müsste, ganz klar Psycho wählen würde, weil ich Psycho-Pokémon grundsätzlich immer am besten fand, weil ich selber einer bin. Nein, Quatsch, alles gut. Auf jeden Fall ist es so gewesen, dass wir sämtliche Mitglieder von den Kimono Girls herausgefordert haben. Und am Ende haben wir dort von dem Herren des Hauses, sage ich mal, eine VM bekommen, nämlich Surfer. Surfer können wir bis dato allerdings nicht benutzen. Das bedeutet also, Surfer ist für uns im Moment noch unnütz. Wir haben sowieso auch... Oh, verdammt, Entschuldigung. Ich will doch gar nicht in die Arena rein. Aber ihr habt gesehen, wie gesagt, wir könnten auch schon dort reingehen. Jetzt bin ich auch genau dran vorbeigelaufen, denn ich wollte nochmal ins Pokémon Center. Bevor wir aber die Arena machen, wie ich das ja schon angekündigt hatte, werden wir hier erstmal die Ruinen besichtigen. Denn diese sind auch noch sehr interessant für die Hauptstory. Dies wäre nämlich auch ein weiterer Punkt, zum Beispiel, der in Pokémon Kristall etwas anders wäre. Und dort wäre eine weitere Person vorhanden, die hätten wir auch bis dato schon längst kennengelernt. In Heart Gold und Soul Silver kam diese Person automatisch vor. Bei Eusin, nämlich. So Eusin nannte der sich. Und der erforschte halt hier diese Ruinen, unter anderem über drei legendäre Pokémon. Aber das ist nur am Rande so. Wir gehen jetzt erstmal hier rein. Und ihr seht. Oh, du bist es. Du willst stärker werden? Also kamst du hierher, um das legendäre Pokémon, das hier sein soll, zu fangen? Ist es nicht so? Nun, das wird nicht passieren, weil ich es nämlich fangen werde. Ich werde der beste Trainer der Welt sein. Also stünde mir ein legendäres Pokémon gut zu Gesicht. Egal. Mich nervt es, dass ständig so ein Schwächling wie du auftaucht. Das sagt er jedes Mal und jedes Mal hat er sich eine Abreibung abgeholt. Ich weiß gar nicht, was der immer denkt. Silber. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold, hieß es doch immer. Und er hat ein Alpollo. Und Alpollo ist ein Geister-Pokémon. Dieses ist auch nicht ganz unabwegig für das, was wir jetzt bald in der nächsten Arena noch erreichen werden. Oh, Fluch. Es gibt zwei Formen von Fluch. Das eine ist einmal hier mit der Statusveränderung. Das ist gar nicht mehr. Ich glaube, das hat einfach lediglich Fluchtwert erhöht oder verringert. Ich weiß es aber jetzt gerade aus dem Kopf nicht mehr. Und die andere Attacke Fluch ist eben, dass das eine Pokémon sich hier selbst killt, indem es sich KP abzieht und dann belegt Chan mit einem Fluch. Genau. Und das würde bedeuten, dass wir jetzt dann auch bald die Segel setzen müssten, wenn wir nichts machen. Aber wie man das Ganze umgehen kann, ganz einfach. Wir switchen wie mit der Verwirrung und schicken unser Andreas gegen sein Tyrakrok rein. Tyrakrok, geiles Pokémon, bleibe ich nach wie vor bei. Hätte ich natürlich früher immer benutzt. Mal gucken, wie viele. Oh. Drei Angriffe. Ist legitim. Ich denke, wir werden auch in diesem Part wirklich hier beides durchkriegen. Aber ich bleibe auch dabei. Wir kommen gerade, finde ich, hier in dem Projekt doch relativ gut zurecht, oder? Also, ich würde schon sagen, wir haben echt einiges geschafft. Wir haben so gesehen schon bald die Hälfte aller Orden. Wo ich sagen würde, das ist doch mal wirklich ein gutes Ergebnis. Kann man gar nicht anders sagen, ne? Ich glaube allerdings auch, dass mittlerweile der Fluch dann wieder aufgehoben ist. Ich glaube, Fluch bleibt nicht für immer. Wenn ich jetzt doch dann gleich was abgezogen bekomme, dann weiß ich wenigstens, dass es nicht der Fall ist. Magnetilo ist vom Typ Stahl, also ein Glut und weg.
Okay, es sieht wie gesagt nicht so aus. Und ein Zubat. Der gut, Zubat ist geschenkt. Einmal Glut und weg. Es hat sogar eine Glut überlebt. Und Konfu-Strahl, okay. Jetzt will er noch besonders auf den Geist gehen, ich verstehe das. Aber Zubat ist auch verbrannt. Mal gucken, ob wir natürlich nicht angreifen dürfen. So, aber wie gesagt, allein durch das Brennen wird Zubat jetzt gleich erledigt sein. Selbst wenn wir jetzt, wie ich mir schon dachte, wieder nicht treffen können. Ja, manchmal ist Verwirrung wirklich sowas von nervig und kann wirklich niemand gebrauchen. Ja, aber wenigstens durch Brandschaden. So, wer ist wieder Schlechtling? Ich hasse es, gegen Schwächlinge wie dich anzutreten. Es ist keine Herausforderung. Ja. Ach, egal. Du wärst sowieso nicht fähig, ein legendäres Pokémon zu fangen. Ja, Kollege, du auch nicht. Und ihr hört auch hier, ist eine Melodie, die auch wieder anders ist. Und wir haben ja natürlich auch wieder Pokémon. Ab Level 13. Ich guck schon mal, oder ich überlege schon mal, ob ich vielleicht Schutz hier einsetze, weil wir sind nicht sonderlich vielseitige Pokémon. Ihr seht schon, Radratz hier, Radratz da. Und die ganze Freudenschar. Und vor allem, jetzt kommt ständig was. Was ist da los da? Ja gut, jetzt haben wir mal einen Smogon, aber Smogbock! Smogbock ist wirklich so eins der Pokémon, wo ich sagen würde, das verstrahlt wirklich eine Hauch von, ja, wie soll ich sagen, Deprines, kann man das so sagen? Ist wahrscheinlich noch nicht mal ein richtiges Wort, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. So, jetzt klettern wir hier diese Leiter mal hoch und ihr seht, da kommen wir nicht weiter. Wir probieren mal alles aus. Der Weg ist es nicht. Der Weg ist es aber auch nicht. Ich habe es euch jetzt aber nur mal gezeigt, warum wir diese Wege eben nicht gehen können. Wir müssen natürlich dementsprechend nach oben. Und hier oben, ein Pokémon könnte ihn vielleicht zerschmettern. Genau, dafür bräuchten wir eine bestimmte Fähigkeit, die wir noch nicht haben. KP Plus. Und ihr seht dort rechts drei Pokémon, die man kaum sieht. So, Schutz wirkt nicht mehr. So. Aber ihr seht auch, weiter als hier kommen wir noch nicht. Wir brauchen dafür noch die ganzen anderen Sachen. Also gehen wir erstmal raus und machen die Arena jetzt von Teak City. Mal gucken, ob unser Igelava in der Hinsicht noch was reißen kann. Habe den Eindruck, wenn ich das um diese Uhrzeit sozusagen spiele, wie es auch in-game ist, dann sollte ich eigentlich mir überlegen, das Ganze an anderen Tagen oder zu anderen Uhrzeiten zu machen. Ich nehme das jetzt gerade auch relativ spät wieder auf. Ich habe jetzt zum Beispiel Final Fantasy hochgeladen, heute mit dem ersten Part, und da habe ich richtig Spaß bei. Ich denke, ich werde natürlich alles nach wie vor so handhaben, dass ich immer was poste von allem. Aber Final Fantasy, habe ich für mich gemerkt, macht mir im Moment echt am meisten Spaß. Das muss ich wirklich fairerweise zugeben. Pokémon macht mir auch echt Bock. Da würde ich das dann wahrscheinlich jeden zweiten Tag wahrscheinlich wieder bringen. Bei One Piece muss ich mal schauen, wie ich das da handhabe. Aber machen wir jetzt auf jeden Fall hier erstmal weiter. Wir sind hier in der Arena. Die Trainer hier haben geheime Motive. Gewinnst du, so verraten sie dir vielleicht ein paar Geheimnisse über Teak City. Okay, nur Teak City scheinbar. Pokémon Arena. Erstmal mit ihm. Hältst du unseren Pokémon Stand? Anstand vielleicht. Muss mal schauen. Ein weiser Monty. Ein Nebulak. Und ja, ihr könnt es euch sicherlich denken, vorhin
hatten wir ja schon das Vergnügen, gegen Silber zu kämpfen. Und der hatte eben ein Pokémon auch dieser Art. Denn dies ist eine Geister-Pokémon-Arena. Geister. Geister, was sind Geister? Weißbrot. Kennt ihr bestimmt noch aus Pokémon, oder? Was habe ich gerade aus Pokémon gesagt? Ich meine aus SpongeBob. LOL. Bin leicht geistesabwesend. Mein Kopf setzt schon aus. Was zum Teufel? einfach Pokémon aus Pokémon. Ja, aber klar, die sind hier nicht sonderlich stark, weil 5 Pokémon bedeutet im Klartext schwaches Level in Anführungsstrichen. Nebulak. So, Level 30. Aber bei uns wird es noch ein bisschen dauern, also ein paar Level noch, bis wir dann auch hier nochmal uns weiterentwickeln. Denn wie auch in der ersten Gen Pokémon Gelb, haben auch hier die drei Starter auch natürlich drei Entwicklungen. Aber manche brauchen halt weniger zum Entwickeln, also ein weniger hohes Level. Ah, gut gemacht. Danke. Wir setzen nur Geist-Pokémon ein. Normale Attacken zeigen bei ihnen keine Wirkung. Richtig. Und hier ist es gar nicht so einfach, denn ihr seht, das ist quasi wie eine abstürzende Treppe. Also ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, aber jedes Mal, wenn wir in ein falsches Loch treten, ein unsichtbares Loch, dann werden wir an dieser Stelle wieder zurückgeschickt. Aber wenn ich das nur richtig im Kopf habe, dann weiß ich auch, wie wir da einfach drüber rumkommen. Verirrt dich, wird dich unser unsichtbarer Boden. Besiege mich und ich gebe dir einen Tipp. Ah, die wird wahrscheinlich sagen, hier lauft immer die... Gott, sieht die schrecklich aus. Guckt euch die mal an. Die ist ja fast... Auf dem Sprite sieht die aus, als ob die gleich erstickt. Das ist echt nicht cool, ey, also so wie das aussieht. Ja, und die haben hier natürlich auch einen Alpollo. Natürlich. Wie soll es auch anders sein? So, Alpollo. Was haben die immer mit ihrem Fluch, ne? Fluch ist so eine Attacke, wo ich mir denke. Warum? Ich meine, man opfert quasi sein eigenes Pokémon, nur damit das Gegnerische irgendwann dann auch drauf geht. Es gibt ja zum Beispiel eine viel bessere Attacke. Gut, da muss ich fairerweise sagen, die gab es in dieser Gen noch nicht. Aber es gab die Attacke, oder es gibt die Attacke Abgangsbund. Und die ist viel, viel nerviger. Bei Abgangsbund ist es nämlich so, falls ihr die Attacke nicht kennt, wenn das Pokémon, also in dem Fall macht es in der Regel ein Geist-Pokémon, wenn ein Geist-Pokémon Abgangsbund einsetzt und es wird von einem gegnerischen Pokémon besiegt, dann wird das andere, also das gegnerische Pokémon, auch automatisch mit besiegt oder in den Anführungsstrichen totgerissen. Genau, und das ist eben das Problem. Oder das Problem will ich es gar nicht nennen, sagen wir einfach mal der Vorteil von Abgangsbund zum Beispiel zum Thema Fluch. Abgangsbund ist gerade online halt echt bösartig. Man kann halt ständig den Gegner so sehr nerven und ständig da reinbringen. Oder versucht einen ständig daran zu bringen. Was? So, gut, ich verrate dir das Geheimnis des unsichtbaren Bodens. Der Weg liegt vor unseren Augen. Genau, also sie meint damit quasi, wir laufen immer so, dass wir quasi, wir müssen immer in eine Richtung laufen und dann direkt vor den Trainer. Ich habe den Frühling mit meinem Pokémon verbracht, dann den Sommer, den Herbst und den Winter. Dann kam wieder der Frühling. Wir haben viel Zeit miteinander verbracht. Tja, Geister-Pokémon müssen wahrscheinlich... Boah, ich weiß das aber gar nicht. Essen Geist-Pokémon eigentlich? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, die fressen nichts. Ich habe das leider nie verfolgt im Anime, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß das jetzt gar nicht.
Geister-Pokémon wirklich essen? Nachtnebel. Nacht- und Nebel-Aktion. So, weg mit Apollo. Apollo-Optik. So, weißer Heribert. Siege und Niederlagen. Ich hatte beides. Oh, du hattest vor allem eine schöne Zeit mit deinem Pokémon zusammen. Woher kommen Pokémon? Fragen über Fragen. Nächste Trainerin. Ich werde siegen. Aber die hat ihren Satz kurz gehalten. An der Stelle muss ich sagen, Respekt. Medium Zenobia. Zenobia, okay, der Name, der ist sehr, sehr special. Fällt euch aber auch, by the way, auf, ne? Die Pokémon hier, die beschließen sich jetzt oder beziehen sich in erster Linie auf Nebulak und Apollo. Aber ich meine, dass der Arena-Leiter hier auf jeden Fall noch ein anderes Pokémon hatte, ein Signature-Pokémon. Weil irgendwie muss er sich ja abheben von dem Rest. So, einmal Glut und weg. Nein, natürlich nicht. Glut alleine reicht nicht. Ich finde, by the way, Groll zum Beispiel auch mega interessant, wie das so dargestellt wird. Das erinnert mich immer an andere uralte 8-Bit-Spiele. Zum Beispiel hier von Mario Games zum Beispiel, da gab es auch manchmal so ähnliche Texturen. Also wie jetzt bei der Attacke Groll zum Beispiel. Schon versucht Flammenrad. Oh, das ist schön. Das ist sehr, sehr schön. So, dafür, wir bräuchten zwar auch keinen Silberblick und so. Ja, komm, ist egal. Silberblick werden wir eh nicht nutzen. Dann lieber Angriffsattacken. Flammenrad ist gut. Nochmal natürlich noch eine Stufe stärker als Glut. Level 20. Fühlt sich doch gut aus. Ist halt ein flammendes Rad, ne? Flammendes Riesenrad. So, Timing, wie gesagt, ist richtig. Zenobia. Ich hab verloren! Nein! Wer siegen will, wird es auch tun. Richtig. So, bevor wir... Oh. Bevor wir kämpfen, erstmal noch mal kurz, obwohl, warte mal, guck mal gerade eben, ah doch, wir können so in den Kampf gehen, wir haben gar nicht so viel KP verloren. Okay, legen wir direkt mal los. Wir kämpfen jetzt gegen den Arena-Leiter. Gut, dass du gekommen bist. Hier in Teak City werden Pokémon verehrt. Man sagt, dass legendäre Pokémon nur wahrlich starken Trainern erscheinen werden. Ich glaube an diese Legende, daher habe ich mein ganzes Leben lang im Geheimen trainiert. Als Resultat kann ich nun Dinge sehen, die andere nicht sehen können. Noch ein wenig. Mit ein wenig mehr könnte ich eine Zukunft sehen, in der ich das legendäre Pokémon treffe. Du könntest mir dabei helfen. Ja, lass ausprobieren. So, das ist Arena-Leiter Jens. Und wie gesagt, Jens hat auch wie die anderen Trainer üblicherweise nur Geister-Pokémon, ganz klar, und auch gefühlt nur dieselben. Aber eins ist auf jeden Fall komplett anders. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe. So, Flammenrad reicht aus. Also jedes Pokémon hier wird one-hitted. Und? Ah, der kommt noch nicht damit an. Noch nicht. Wie gesagt, vielleicht vertue ich mich auch total. Ich meine schon. So, jetzt bin ich auch gespannt, ob Flammenrad direkt Apollo weghaut, weil mit Glut habe ich nur die Hälfte des Lebens abgezogen. Ah, das ist ein Volltreffer. Volltreffer hätte auch mit Glut wahrscheinlich hier den Sieg besorgt. Gengar. Er hat ein Gengar. Man glaubt es kaum, ne? Aber ich finde, Gengar hat hier schon einen geilen Sprite, oder? Sagt ehrlich. Hier die knallroten Augen, so dieses Grinsen, das ist schon wirklich, wirklich knackig und ist natürlich auch vom Level her schon ziemlich gut dabei. Und ihr seht, das war knapp, das war wirklich, wirklich knapp. Also wir ziehen ihm gerade mal so knapp die Hälfte des Lebens ab. Jetzt kommt Horrorblick, okay, das ist aber total... Nonsens, weil
Fliegen tun wir sowieso nicht, also einmal Blut hinterher und weg. Die haben auch keine Tränke, nix, ne? Und nun kommt das letzte, das Apollo. Also ihr seht auf jeden Fall, er hat sich unterschieden vom Rest. Er hatte ein Gengar. Aber sonst natürlich. Also es gäbe hier in der Gen gäbe es noch ein paar andere Möglichkeiten. Also dass andere Pokémon zum Beispiel noch dazu ins Team hätten kommen können. Es gibt so Pokémon wie Traunfugil zum Beispiel, was bei ihm auch gut reingepasst hätte. Traunfugil finde ich selber ist eigentlich auch ein sehr cooles Pokémon. Hat auch irgendwann vierte Gen die Entwicklung zu Traunmagil dazu bekommen. Und ist auch wirklich dann sehr gut geworden, finde ich persönlich. Ich bin noch nicht gut genug. Dieser Orden soll dir gehören. Danke. Den Phantomorden. So. Durch den Phantomorden gehorchen die Pokémon bis zu Level 50. Außerdem können Pokémon, die Surfer beherrschen, diesen auch außerhalb eines Kampfes einsetzen. Bitte nimm auch dies an. TM30 Horrorblick oder? Ne, Spukball. Ah. Habe ich schon wieder völlig vergessen. Aber Spukball ist eine der besseren Attacken auf jeden Fall. Eine sehr gute sogar. Das ist Spukball. Er verursacht Schaden und verringert die Spezialverteidigung. Setze ihn ein, wenn er dir gefällt. Das ist ein guter Move auf jeden Fall. Ich verstehe. Deine Reise hat dich an die entlegensten Orte geführt. Du hast viel mehr gesehen als ich. Dafür beneide ich dich. Kannst du auch irgendwann machen. So, was sagt der Kollege jetzt zu uns? Oh, Steff, du warst großartig. Vor lauter Angst habe ich mich in die Ecke gekauert. Was zum Teufel? Warum Angst? Ich glaube, ich kommentiere das mal nicht. Gut. Ich denke, das reicht dann auf jeden Fall für diesen Part. Im nächsten Part machen wir dann hier an dieser Stelle weiter. Ich führe euch zum nächsten Ort und wir machen direkt dann ohne Umwege uns auf zur nächsten Stadt, wie gesagt. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein, Leute. Bis dann und tschüss.